nach dem Hinspiel in den Aufstiegsspielen gegen 1860 München. Beide Trainer sind da. Der Gast hat immer das erste Wort. Herr Bierhoffka, Ihr Kommentar bitte. Ja, danke. Okay, das erste Spiel ist jetzt vorbei. Ich denke, mit dem Ergebnis können wir jetzt zufrieden sein. Natürlich war der Spielverlauf sehr gut für uns heute. Gleich zu Beginn das Tor gemacht zum 1-0, dann der Standard. Dann Nuno Kosum mit einer eigenen Chance zum 2-0. Danach die eine andere Chance oder Chance von Saarbrücken überstehen müssen. Dann kam natürlich die rote Karte zum günstigen Zeitpunkt für uns. Aber trotzdem muss man sagen, dass Saarbrücken dann sehr mutig aufgetreten ist, auch mit einem Mann weniger. Uns unter Druck gesetzt hat und dann das 1-1 erzielt hat, kurz vor der Halbzeit. Und dann sieht man aber auch, dass diese Mannschaft selbst mit einem Mann weniger, dass sie immer knallhart verteidigen muss, dass sie so viel Qualität hat, dass sie selbst mit einem Mann weniger immer wieder gefährlich werden kann. Dann nach der Halbzeit kommen wir super raus, machen das 2-1. Dann Pfostenkopfball von Sascha Mölders, die eine andere Situation, wo wir zu schlampig zu Ende gespielt haben. Dann kommt Schmidt ins Spiel, sehr gefährlicher Stürmer, macht das 2-2. Natürlich Katastrophe für uns, mit einmal mehr dann nochmal das 2-2 zu bekommen. Und Gott sei Dank haben wir hinten raus dann noch das 3-2 erzielt. Aber trotzdem, jetzt ist ein Spiel vorbei, wir haben jetzt eine ganz ordentliche Ausgangsposition. Aber trotzdem wird es am Sonntag nochmal eine Mammutaufgabe für uns, diese Mannschaft zu verteidigen. Vielen Dank.